So Leute, die nächsten Tage geht es unseren Deichen hier an den Kragen. Dieser Teich soll ausgebaggert werden und der dahinter liegt auch. Problem ist nur, wie man schon sieht, sind die Dämme sehr, sehr klein und auch schon uralt. Und demnach können wir auch nicht mit schwerem Gerät hier anrücken, sondern nur mit einem Mini-Bagger und einem extra angefertigten verlängerten Arm, womit wir dann versuchen wollen, den ganzen Schlamm zum Bagger hinzuziehen wenigstens, dass wir ihn dann rausbaggern können. Weil so richtig nah ans Ufer kann man ja auch nicht ranfahren, dann rutscht er, denke ich mal, ins Wasser oder rutscht wenigstens ab. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich weiß nicht, wie lange die hier schon nicht mehr ausgebaggert wurden, aber ist bestimmt schon locker 10, 15 Jahre her. Naja, und das übernehmen wir jetzt mal, weil das geht so nicht mehr weiter. Es ist so viel Matsche und Kraut hier drin, das macht einfach keinen Spaß. Eigentlich sind die Teiche so um die 2 Meter tief, aber ja, wenn wir noch 1 Meter haben Wasserfläche, dann ist das schon viel. Und bei dem hier geht es noch einigermaßen. Hier sieht man ja auch überall das ganze Kraut. Hatten wir schon ein bisschen zum Rand gezogen, damit wir es mit dem Bagger rausholen können. Ja, und dieser Teich ist eigentlich unser kompletter Problemteich. Ja, hier sieht man ja auch nochmal, die Dämme sind jetzt nicht so breit. Also mit einem 18 oder 20 Tonnen Bagger brauchen wir ja gar nicht hinfahren. Der da hinten, dieser hier, der geht noch, weil man da von der Wiese aus ranfahren kann. Aber ja, dieser und der jetzt hinter mir liegt, das sind so die Problemfälle. Den hier hatten wir vor ein paar Tagen abgelassen. Nur dann drückte es volle Kanne von dem Teich darüber durch den Damm. Da sind schon so viele Löcher drin. Und den können wir nicht ablassen, weil wir dadurch das Wasser beziehen für den Forellenteich. Alles ein bisschen doof durchdacht, aber mal gucken. Freitag, Samstag kriegen wir den Bagger und so einen Dumper, damit wir den Schlamm wegfahren können. Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden und werde in diesem Video hier auch noch einige Bilder dann einfügen. Mal sehen, wie das Film so klappt, wenn wir hier am Baggern sind. Hat man ja meistens nicht so viel Zeit dazu. Ja, hier kann man auch ganz gut sehen, wie viel Schlamm hier wirklich drin ist. Also es sind vielleicht 30, wenn es hochkommt, 40 cm Wasser und dann kommt schon sofort der Schlamm. Und dann halt immer dieses ganze Kraut dazu. Also ist man, hat man in einem Monat mal nichts gemacht, dann sind die Teiche komplett zugewuchert. Also das ist schon ein bisschen zu viel Arbeit, wenn man nebenbei noch berufstätig ist und so. Den hier wollten wir erst fertig machen, aber wie ich eben schon mal sagte, da kommt man ja von der Wiese aus ganz gut mit einem großen Bagger dran. Deshalb ist jetzt erstmal dieser und der dort hinten vor der Hütte dran. Ja, ich bin wirklich mal gespannt, wie das funktioniert oder ob wir den kleinen Bagger versenken. In dem Teich hier sind jetzt noch ein paar Spiegelkarpfen und 2 Welse drin, die wir natürlich noch rausholen werden. Und dann geht es den guten Teich hier in ein paar Tagen an den Kragen. Ja, unsere Forellen hier, die großen, die machen sich super. Sind immer hungrig. Wasserqualität stimmt. Größe stimmt auch schon mittlerweile. Haben so ungefähr 300 bis 400 Gramm ausgenommen. Sind schon ein paar schöne Brecher mit bei. Eben konnte man noch ganz gut die Karpfen sehen. Ist ja jetzt nicht mehr viel Wasser drin. Ja, die Fische, die wir hier aus den Teichen rausholen, die packen wir erstmal hier in unser Betonbecken rein. Ein Karpfen sitzt da schon drin. Da sind sie auch sehr gut geschützt gegen den Reiher. Denn als ich nämlich gerade hinkam, dann saß der Reiher hier gerade schon wieder und hat versucht, sich einen Karpfen zu holen. Der ist nämlich ziemlich angepickt gewesen, so wie ich das gesehen hatte. Der Kescher, ja, das ist unser Teil, womit wir immer das Kraut raushaken. Auch alles sehr mühselig, macht viel Arbeit, ist schwer. Ja, da ist er.
Karpfen, der angepickt ist. Ja, jetzt kann man ihn sehen. Hat schon übel erwischt. Ja, gleich mal zusehen, dass ich die Dinger hier rauskriege. Und alles andere seht ihr dann, nehme ich mal an, auf Bildern. Oder ich werde ein paar kurze Videoclips machen.